Jungs, wir können das auch vor der Tür regeln. Oder ich kann mich einfach hinsetzen, weil ich zu dämlich war, die Waffe zu ziehen. Gut, willkommen zurück bei Gothic 3. Die Typen haben offenbar ein Problem mit mir. Anders kann ich mir nicht erklären, warum sie mich so anstarren. Wen haben wir denn hier? Ford. Ich verkneife mir jetzt Autowitze. Womit kann ich dir helfen? Frisches Wasser, neues Werkzeug, unverbrauchte Fackeln? Wenn du genügend Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Auch den neuen Fiesta? Nee, die gebe ich jetzt keine Kohle. Ich hab genug Händler, die ich jetzt schon bezahlt habe. So, also, ist das die Hütte von Ford? Ich vermute mal. Hast du hier irgendwas Interessantes? Ich sehe jetzt hier eine Armbrust, einen Bogen. Armbrust wäre schon ganz nice, aber ich glaube, haben wir sogar noch. Oh, was ist das? Ein Fell? Ein Hirschgeweih? Ein Wolfsfell? Bisonfell? Klauen? Ein Jäger. Ich beklaue ihn mal nicht, weil muss ja auch nicht immer sein. Bradley Cooper! Na? Ah, ein neuer Mann. Du kommst gerade recht. Ah ja, das höre ich meistens nicht so gern. Was machst du hier? Ich passe auf die Sklaven auf. Aber bei den beschissenen Bedingungen macht es keinen Spaß, sag ich dir. Ständig gibt's was Neues hier. Nachschubschwierigkeiten. Sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles. Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Warum machst du dann so einen Job? Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Genau. Das. Ah, okay, er ist der. Ja, mal schon. Ich suche dir einen Sklaven aus. Gut. Aber mach nicht zu lange. Da können wir uns jetzt unsere. Sklaven, das machst du gefälligst selbst. Da können wir uns jetzt den Feuerkelch abholen von dem einen Sklaven. Was hältst du von Marek? Tja, weiß nicht. Richtig, hab nicht allzu viel mit ihm zu tun. Ich denke, er macht seinen Job ganz gut. Na, hast du nochmal Glück. Gut, nachdem wir über den ultimativen Durchblick verfügen und die Sklaven natürlich gleich wissen, bevor wir mit ihnen geredet haben, welchen Namen sie tragen. Die Frage ist nur, wie ging das jetzt nochmal? Wir können jetzt, glaube ich, wieder hier zu dem Typen zurück. Können wir ihm noch irgendwas sagen? Wie ging das mit dem Sklaventausch denn? Ah, wir können ihn zum Viehhof schicken. Okay. Okay, Viehhof ist anscheinend... War das das? Ich will erst mal überprüfen, weil wenn er mir den Kelch dann nicht gibt, habe ich ein Problem. Geh zum Viehhof. Danke, Mann. Ich bin schon unterwegs. Moment, du hast noch was vergessen. Ach ja, hier hast du den Kelch, den ich gefunden habe. Schönen Tag noch, Mann. Ciao. Woher unser Held jetzt weiß, dass es auf dem Viehhof besser ist, ich hab keine Ahnung. Erzähl mir was über deinen Aufseher Bradley. Bradley macht seine eigenen schmierigen Geschäfte hier im Lager. Jeder Sklave hier will nach draußen auf die Höfe. Keiner will hier drinnen arbeiten. Bradley hat so eine Liste. Wer auf Bradleys Liste ganz oben steht, kommt auf einen der Höfe für eine Weile. Dieses verdammte Schwein lässt sich von uns dafür bezahlen, um in seiner Liste nach oben zu wandern. Verstehe. Schlauer Bursche. Grausam, aber schlau. Heute ist dein Glückstag. Du darfst zum Viehhof. Danke, Alter. Ich hielt es auch schon fast nicht mehr aus hier. Gut. Einen Sklaven müsste es noch geben, schätze ich mal, denn wir haben die Quest noch nicht abgeschlossen. Das ist ja auch neu in Gothic 3. Das habe ich das erwähnt? Weiß gar nicht. Dass man eben angezeigt bekommt, dass eine Quest abgeschlossen ist. Beziehungsweise auch, dass man die Belohnung direkt bekommt. Warte mal. Sollte ich hier? Aber Moment mal, da kann ich glaube ich schon hin. Ich habe jetzt glaube ich irgendwie Angst, dass ich irgendwie zum Viehhof gehe aus Versehen. Mal nur kurz schauen, ob hier irgendwas ist. Das sieht hier ein bisschen versteckt aus. Oh, eine SMS. Schön. Ich weiß auch schon von wem. Königsdistel. Ach, wie nett. Rüstiges Streitaxt. Rüstiges Schwert. Auch kein Mensch. Königsdisteln waren aus irgendeinem Grund selten. Oh, und das Ding. Seltsamer Pilz. Die musste man auch für irgendetwas sammeln. Ein Ogerblatt. Wie gesagt, ich will euch das hier nicht
Anton, dass ihr hier die ganze Zeit mir beim Blümchenpflücken zuschauen müsst, aber ich will hier mal kurz überprüfen, vielleicht. So sagen wir, Heilwurzeln kann man ja immer mal brauchen. So, hier, ja gut, die Weitsicht ist schon ganz geil eigentlich. So, hier sind wir eigentlich reingekommen. Sklaven. Wer von euch braucht denn noch was? Miles Bradley Cooper. Können wir dir schon... Ja, kann ich schon sagen. Ich habe mich um die Sklaven gekümmert. Das sehe ich. Ich hätte es anders gemacht, aber von mir aus... Jetzt brauchen wir schnell neue Arbeitskräfte hier im Lager. Geh und sag Dennis vom Viehhof vor der Stadt, dass er mir neue Leute schicken soll. Ja gut, das passt mir eigentlich, denn da müssen wir sowieso hin. Was haben wir denn noch? Wir können... hier, da war nichts mehr. Können wir fort... Ich muss es jetzt überprüfen, es tut mir leid, das ist nämlich ab und zu wirklich ein bisschen merkwürdig. Können wir fort... Zeig mir mal, was du hast. Aber klar doch. Sag mir, was du brauchst. Nee. Zeig mir deine Ware. Schade. Ich habe gedacht, vielleicht können wir bei ihm ja lernen... Das war 50 Gold verschwendet. Vielleicht können wir ihm ja sagen, dass er uns noch was über Marik sagen soll. Aber das hatte ich wohl falsch in Erinnerung. Was haben wir hier noch? Nix. Ein Elite-Söldner. Marik. Wegen der Söldner. Bradley nimmt die Sklaven aus. Ich weiß. Die Sklaven zahlen Gold, um auf die Austauschliste zu kommen. Und dieses Gold drückt Bradley anschließend bei mir ab. Bist du dir sicher, dass du auch alles von dem Gold zu sehen bekommst? Nein, bin ich nicht. Ich müsste mir diese Liste mal ansehen. Ah, die Liste können wir ihm besorgen. Sandford hat nicht mehr sehr viel für dich übrig. Hat er das gesagt? Ja, war mehr als deutlich. Naja. Solange er seine Arbeit macht, soll mir egal sein, was er von mir denkt. Okay. Dieses faule Schwein schuldet mir immer noch den Erlös für seinen Hof. Sag ihm, er soll dir das Gold geben, sonst reiß ich ihm den Kopf ab, klar? Okay, Pacht für Dominiks Hof. Interessant. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ah, wir können von ihm schon lernen. Ah, auch schön. Gut. Schwere Armbrust zu nutzen. Brauchten wir nur 100 Stärke? Zeige mir den Umgang mit der schweren Armbrust. Fasse die Armbrust am Schaft an. Um ruhig zielen zu können, drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Das ist alles. Alles klar. Starke Schwertkämpfer können wir sicher noch nicht werden, denn... Bisschen Stärke. Nur weiter so. Kann nie schaden. Gut. Haben wir eine Armbrust dabei? Nee. Haben wir Bolzen? Auch nicht viel. Mal schauen. Irgendwann. Irgendwie. Wir gehen nochmal zurück zur Arena. Denn wir hatten bis jetzt eigentlich recht gute Chancen, gegen die Typen zu bestehen. Und mit dem besseren Schild und dem besseren Schwert, mal sehen, vielleicht läuft es ja ganz gut. Ob ich mich schon mit, wie heißt der, Ashton anlegen will, weiß ich nicht. Aber probieren kann man es ja. Gut, wen haben wir denn noch nicht auf die Schnauze gegeben? Mach dir keinen Ärger, klar? Goose, du siehst aus. Aha, ich glaube, ich hab dir noch keinen aufs Maul gehauen, oder? Das ist korrekt. Was hältst du von Marik? Ohne Marik würde der Laden hier nicht laufen. So viel ist schon mal klar. Ah ja. Lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst. Das werde ich dir gern demonstrieren. Schauen wir mal. Oh, er hat einen Zweihänder. Komm her! Oh, das war nicht gut. Der Treffer sollte uns auch nicht treffen. Wie schnell der Mistsack zuschlägt. Okay, wir haben echt ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Oh. Dass uns das verfehlt, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Das dürfte knapp werden. Oh, das auch.
keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Was gibt's denn gar nicht? Sehr gut. Ein Bastardschwert hat der Bastard. Und gebratenes Fleisch. Ja, das nehme ich. Das nehme ich dir doch mal ab. So, lag hier noch eine Armbrust irgendwo. Ist auch peinlich. Jetzt habe ich die Armbrustfähigkeit gelernt und habe keine Armbrust. Egal. Die werde ich mir schon noch besorgen. Wir sprechen uns noch. Ja, ja. Alles noch dran? Respekt! Hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder. Hier ist dein Preisgeld. Na dann. Oh, 300 Gold nur. Das ist ja lame. Denn ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Okay, Ugo haben wir noch. Aber ihr habt schon gesehen, Goose hätte uns wirklich ein Treffer noch, also drei Treffer und wir sind im Eimer. Das ist schon nicht ganz ohne. Mal schauen, ob wir gegen diesen Hugo ohne H noch eine Chance haben, weil ich glaube, Ashton, was hast du denn für eine Waffe? Du hast eine Bartaxt. Wenn die zweihändig ist, haben wir eventuell eine Chance gegen dich. Mal schauen. Planlos? Was meinst du? Auf mich wirkst du recht planlos. Rennst hier rum, quatschst jeden an. Suchst du irgendwas? Streit? Bist du mit deinem Boss zufrieden? Jo, Marek ist gut. So viele Freiheiten haben wir Söldner nirgendwo in Mittelland. Noch ein Level up. Ich suche einen Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Ich denke schon. Ich kann dir den Griff in fremde Taschen und andere Dinge zeigen. Aber das musst du dir erst noch verdienen. Besiege mich im Kampf und ich bin dein Lehrer. Alles klar, warte mal. Da will ich vorher nochmal speichern. Ich habe keine Ahnung, wie viel Ugo drauf hat. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay. So, mal schauen, wie wir gegen den Typ mit Schwert und Schild. Komm her, Bürschchen! Ja, ja. Au, au! Es gibt einen Kampf! Oh, ah. Ah, ah. Au! Oh. Penner. Au! Okay, der ist keine wirkliche Herausforderung. Ein Schwert, noch ein Schädelschild, das heißt nochmal ganz gut Kohle für uns und danke. Interessiert mich übrigens nicht sonderlich, ob du mir was beibringst, weil Diebeshandwerk will ich eh nicht lernen. Schwere Schlösser knacken wäre natürlich nice. Wie viel Diebeskunst haben wir denn? 11, das heißt wir müssten 20 Punkte. Ja gut, das wäre eigentlich schon interessant. Ja, ja, den Kopf. Mal schauen. Ist der Kopf noch dran? Oh, du hast einen merkwürdigen Kampfstil, Fremder. Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Ja, er kann Diebe niederschlagen und sie dann einfach mal dazu bringen, ihm was beizubringen. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Lass mich mal überlegen, wir bräuchten hier viermal 1000 Gold plus nochmal 2500 für schwere Schlösser. Alter Finne. Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Ich will vorher die anständige Rüstung haben. Wir haben 4055 Gold. Habe ich denn so viel Gold gelassen? Achso, durch die Ausbildung vorhin. Ja, war auch nicht schlau. Gut. Aber wir haben ihn immerhin besiegt. Gut, Ashton. Gibt's noch wen, der zwischen uns steht? Dann kämpf mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich steige erst mit dir in die Arena. Ja, ja. Ach doch, es gibt ja nur uns beide. Red ja nicht lange rum. Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Wie du willst. Jetzt bekommst du deine Packung. Ja, das könnte ziemlich gut sein. Ich schätze mal zwei Treffer und wir sind tot. Aber Versuch macht klug. Diese Drehung ist halt fies. Okay, du bist ja wirklich ein Witz.
doch nicht wahr sein! Okay, ich brauche ihn nicht mal ausplündern, aber deine Axt hätte ich gerne, denn die ist auch verdammt viel wert. Hallo, großer Champion, du liegst wirklich schnell im Dreck. Das war ja lächerlich. Das war ja wirklich lächerlich. Und gegen Wildschweine haben wir keine Chance, aber gegen den großen Arena-Champion in fetter Eisenrüstung, den... Ja, das tun wir tatsächlich. Na, wer ist jetzt der Champion? Na, Schnauztyp, ha? Na? Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl, hast mir alle Knochen gebrochen. Hör auf zu weinen, ich will mein Gold. Ja, ja, hier ist dein Preisgeld. Du hast da noch was vergessen. Ach, und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Jetzt zufrieden? Auf jeden Fall. Sehr schön. Wow, du hast Ashton glatt aus den Latschen geprügelt. Das hat bisher noch keiner geschafft. Ja, deswegen bin ich jetzt der Champion. Ja, man sieht. Alles, was ich über das Kampfsystem gesagt habe, bleibt übrigens noch immer aufrecht. Es ist lächerlich, dass wir den Champion der Arena mühelos aus den Latschen hauen, aber gegen Wildtiere keine Chance haben. Aber soll nicht mein Problem sein. Wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich Kohle. Wenn wir das verkaufen, was wir noch nicht brauchen, können wir uns locker die leichte Orksöldnerrüstung leisten. Ich weiß noch immer nicht, ehrlich gesagt, ob das nicht irgendwelche Auswirkungen hat auf die Rebellen. Also wenn die uns in Orksöldnerrüstung sehen, ob die uns dann nicht auf die Schnauze geben. Aber dann wechseln wir halt die Rüstung. Das wird ja wohl nicht das Problem sein. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss, arrivederci und goodbye.